Das war der erste Mikrochip. Damit sollten wir die Sternenkarte benutzen können. Um Wiederholungen zu vermeiden, sollten Superheldensprüche bitte nur in... Brainiac ist auf dem Weg nach Gotham, Batman. Natürlich. Das ist meins. Und das hier? Flash, du willst die doch sicher zurücklegen. Okay. Kann ich deinen Gürtel haben? Wo sind die ganzen armen Menschen? Sie verschanzen sich wohl aus Angst, dass wir auf sie drauftreten. Oh, ich liebe euch, Leute. Seht nur, da ist Brainiac. Ein riesiger Schädel. Ich kann ihnen nicht entkommen. Wir müssen den Döskopf auf uns aufmerksam machen, damit wir ihn fertig machen können. Nur, wirkt jetzt aber nicht böse und so, oder, Lufa? Natürlich nicht. Wie könnte ich jemandem, der so ängstlich ist, denn die Hilfe verweigern? Okay, wenn das so... Dann hilf mir doch, Brainiac zu stoppen. Bitte. So viel Schutt? Das würde mir in meiner Stadt auch nicht gefallen. Wir sollten aufräumen. Das war einiges lauter, als ich gedacht hatte. Thank you.
Nicht die Dämpfe einatmen. Was macht ihr Einfallspinsel da? Jetzt, wo er hier ist, können wir ja vielleicht an seine Vernunft appellieren. Ich denke, Taten zählen mehr als Worte, Lex. Habe ich mal auf Alfreds Computer gesehen. Zu viel von dem Zeug ist schlecht für dich, Fritz. Genau das hoffe ich. Ich hätte gedacht, dass so blöde Videos zu was Nutze sind. Wenn ich nicht die Belohnung bekomme, die ich möchte, nehme ich was anderes. Ich liebe einen guten Jahrmarkt. Die Spielbuden, die Karusselle, was für ein Riesenspaß.
Finde ich auch. Ich will ein Eis und Hotdogs und Zuckerwatte und... Aber Brainiac mag nichts davon. Wir müssen ihn aufhalten. Im Namen der Liebe. Überlass das mir, das sieht gefährlich aus. Davon bekomme ich Durst. Markt ist gerettet. Das, was noch von ihm übrig ist, jedenfalls. Komm raus, Brainiac! Thank you.
Bald wird Gotham eine weitere winzige Stadt in meiner Sammlung von Städten aus anderen Welten sein. Wir müssen uns beeilen. Der bewegt sich unter der Oberfläche. Brainiacs Angriffe sind so nervig. Jetzt ist die Gelegenheit. Wayne Tower. Sieht jetzt gar nicht mehr so eindrucksvoll aus. Einen gigantischen Laser feuern, das ist so lästig. Danke, ich habe die Steine vom Flash Tower verwendet. Du meinst Wayne Tower. Bin mir sicher, er heißt Flash Tower, denn er gehört mir.
Green Lantern, er lebt. Wie wunderbar. Oh ja, ich bin so froh, dass er am Leben ist. Umarmung gefällig? Was ist denn mit allen los? Lange Geschichte. Lass uns zum Wachturm zurückkehren. Was ist mit Brainiac? Er kommt schon klar. Pass auf, wo du hintrittst. Da drin leben 22 Millionen Leute. Brainiac hat die Energie in unseren Ringen durch einen Kristall gebündelt. Oh, ich hab ein Stück davon. Sieht spitz aus. Zu klein, um irgendetwas ausrichten zu können. Ganz ruhig, Wonder Woman. Wäre einfacher, wenn sie nicht nach ihren Gefühlen handeln würden, habe ich recht? Griesgrämigkeit ist aber auch ein Gefühl. Wenn wir einen vollständigen Kristall hätten, könnten wir mit Hilfe der Lantern die Erde wiederherstellen. Ich kann versuchen, mit den Kristallen in meiner Festung der Einsamkeit eine Kopie zu erzeugen. Entzückend! Wir brauchen die Macht der anderen Ringe. Wo könnten die anderen Lantern sein? Die Explosion hat mich nach Oa geschickt, der Quelle meiner Energie. Schätze, die anderen sind auch auf den Herkunftsplaneten ihrer Ringe gelandet. Blue, Indigo und Violet sollten kein Problem sein. Wie willst du Schurken wie Sinestro, Atrocitus oder Lovelies zum Helfen überreden? Vielleicht müssen wir das gar nicht. Wenn wir ihre Batterien anzapfen können, kann ich Duplikate der Ringe herstellen, die für kurze Zeit funktionieren. Aber wie sollen wir nur an sie rankommen? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube eher nicht. Darin sieht meine Hüfte viel zu breit aus. Ich bin Batman. Green Lantern, wir nehmen dich gefangen und liefern dich deinen Feinden aus. Wenn wir nah genug dran sind, lenken wir sie ab, damit du dir die Batterie schnappen kannst. Grundy auch helfen. Er ist ziemlich stark. Und auch klug. Wir nehmen ihn mit. Viel Glück. Hoffentlich passiert ihnen nichts. Wehe, meinem Outfit stößt was zu. Ich liebe meinen neuen Look. Ich bin Batman. Dann kommt ihr wohl am besten alle mit mir zur Festung.